Ja, meine Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem kleinen Black Ops 1 Commentary meinerseits. Und ich habe heute auch ein paar Themen dabei, aber wir spielen hier auf der wunderbaren Map WMD. Dabei ist die AK-47 in Gold, meine Rusher-Klasse, und das ist, glaube ich, ein 3 gegen 3 oder sowas. War ziemlich wenig los auf dem Server und generell bei Black Ops 1. Habe ich mal die Tage wieder reingeschaut und ja, gleich mal zum ersten Thema. Der diesjährige Battle Pass bzw. das Kompendium zu der International 6 ist verfügbar seit wenigen Tagen. Das interessiert vor allem natürlich die Dota-Spieler unter euch. Meiner Meinung nach lohnt sich dieser Battle Pass, da er zwei Turniere beinhaltet. Das bedeutet einmal die Manila Major und einmal das eigentliche TI, also der International. Und der Preispool ist, glaube ich, schon bei 6 Millionen irgendwas. Und bis jetzt, also das, was bis jetzt rausgekommen ist von der Immortal Treasure und so, ist eigentlich ganz nice. Auch die ganzen Belohnungen fürs Aufleveln sind ganz cool. Auch bei Riley's Battle Blessing, bei diesem Roulette, war ich auch immer kurz davor, ein wunderbares, schönes Arcana zu bekommen. Allerdings hatte ich natürlich nur Pech und das war natürlich nicht so geil im Endeffekt. Und ja, ne, man bekommt ja so ziemlich viel mit, wenn man weniger zu tun hat. Man ist ja dazu gezwungen, aktuell zu bleiben. Das heißt, man schaut auch mal Nachrichten, man liest auch mal Nachrichten. Und neulich ist bei mir in der Nähe irgendwo ein Reh gerissen worden von zwei Hunden oder von einem Hund. Und auf Facebook ist ja diese Heuchler-Community, die man ja kennt, immer ziemlich hart online, sag ich mal. Das heißt, alles so, oh, Hunde sind voll die Killerbestien, Hundebesitzer sollte man strengere Auflagen zukommen lassen, ob sie überhaupt fähig sind, einen Hund zu halten und zu erziehen. Da frage ich mich immer, jo, holy crap, ein Reh ist gerissen worden, ein trächtiges Reh. Oh nein, wie schlimm, ich heule. Ach, sperrt alle Hunde ein. Auch ein Produkt des Menschen. Ohne Witz. Ich weiß nicht. Ich glaube, manche Leute haben einfach zu viel Langeweile in ihrem Leben, ja. Haben keinen Bock, machen eine, keine Ahnung, 40-Stunden-Woche und schauen sich dann mal in der Zeitung um und dann müssen sie gleich auf Facebook posten. Oh, Hunde sind alle Killerbestien, dies, das, Ananas und so. Ich weiß nicht, what the fuck? Ich meine, in der Natur ist es doch genauso, ob das Reh jetzt von dem Wolf, von dem Kanickel oder von der Katze gerissen wird oder von mir aus von dem Jaguar, juckt mich doch nicht, es ist ein fucking Reh. Und dass Hunde dann wieder so schlecht dargestellt werden, ist dann natürlich auch wieder die eine Geschichte. Klar, ich würde auch nicht unterschreiben, dass mein Hund niemanden beißen würde, aber ich würde unterschreiben, dass wenn mich jemand dumm fragt, ob mein Hund beißt, dass ich sagen würde, nein, normalerweise nicht. Aber ich beiße sie und schlage sie zusammen, weil sie mich nochmal so dumm fragen. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die eine Hundephobie haben. Ich hatte auch mal eine Hundephobie. Habe ich selbst unseren Hund bekommen, so gesehen. Und dann ging die Hundephobie irgendwann mal vorbei, weil man einen Hund schätzen lernt. Und solche Aussagen wie, ja, man müsste doch dann strenge Auflagen für Hundebesitzer tun, dass wenn der Hund irgendjemanden beißt oder von mir aus auch tötet, was durchaus mal passieren kann, weil es halt auch ein Tier ist, was nach Instinkten handelt, genauso wie jedes Haustier, dass man dann den Besitzer dafür verantwortlich macht. Ja, das würde ich sogar unterschreiben, natürlich. Mein Problem dabei ist, dass man immer nur auf Hunde geht. Ich meine, irgendwas habe ich gelesen wie, ja, man muss fähig sein, einen Hund zu besitzen und zu erziehen. Das unterschreibe ich, das stimmt. Wenn ich nicht in der Lage bin, einen Hund zu erziehen und sowas, dann sollte man sich keinen Hund anschaffen. Aber das ist selber bei Menschen. Soll es jeder Mann und jede Frau weltweit einen Vertrag unterschreiben oder ein Schreiben generell mit ihrer Unterschrift verzieren, wo drauf steht, ja, ich bin fähig, ein Kind zu erziehen. Das ist doch dasselbe Prinzip, rein logisch gesehen. Dann dürften, keine Ahnung, so und so viel Prozent weltweit nicht mal in der Lage sein, irgendein Kind erziehen zu dürfen, weil sie zu inkompetent sind und wahrscheinlich auch noch AfD-Wähler sind hier in Deutschland. Das ist so eine Geschichte, wo ich mir immer denke, ja, warum? Warum regt man sich deswegen auf, weil ein Reh gerissen wird von Hunden? Das sind Tiere, shit happens. Mich würde es eher aufregen, was zurzeit politisch
abgeht, sei es in Amerika, in Deutschland, in Europa, sei es in Asien, keine Ahnung. Es würde mich doch als Mensch mehr interessieren, als jetzt, dass ein Reh gerissen wird. Ich finde auch, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ja, wenn Hundebesitzer dafür verantwortlich gemacht werden müssen, wenn ihr Hund Scheiße baut, dann finde ich das auch so, dass das bei Menschen auch so sein sollte. Das heißt, dass der 80-jährige Vater das dafür zur Verantwortung gezogen werden soll, wenn sein 30-jähriges Kind oder 40-jähriges Kind Scheiße gebaut hat. Oder? Das ist doch dasselbe Prinzip. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, weil es ein trächtiges Rehkitz war, ist es eine Untat, eine satanistische, perverse Tat eines Hundes, der einen gewissen Jagdtrieb hat und der seit so und so vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden immer noch geprägt ist, weil es ein wildes Tier ist, was der Mensch gezähmt hat. Ist das jetzt eine Straftat oder ist es einfach nur ein instinktives Handeln? Ich würde ebenso behaupten, dass ein Mensch dasselbe tun würde, wenn es um sein Überleben gehen würde. Ein Mensch würde doch nicht rein logisch entscheiden, was passieren würde, wenn er in jeder Sekunde sterben würde. Ich denke nicht, dass es einen Mensch geben würde, der einfach sagen würde, ja, in der Theorie könnte ich jetzt zu 25% an Gift sterben, aber auch zu 2,4% an das und dann noch das und das. Das würde doch keiner machen. Wenn ein Mensch Hunger hat, dann killt er auch von mir ein trächtiges Reh. Oder ist es jetzt so abartig und pervers und so satanistisch? Ich weiß es nicht. Ist unsere heuchlerische Gesellschaft so derartig verweichlicht, dass man irgendetwas sofort verteufelt, weil es naturell ist? Ich meine, verteufle ich jetzt Katzen, weil sie Katzen sind? Oder verteufle ich jetzt irgendein Haustier, weil es in meine Wohnung reingepisst hat? Ist doch einfach dasselbe Prinzip, finde ich. Auch wenn die Argumentation nicht schlüssig ist, genauso wie es bei meinem Call of Duty Video nicht war, muss ich sagen, dass es hauptsächlich immer ein Denkanstoß sein soll, was ich hier preisgebe. Ich denke, wenn ich Politiker wäre, würde ich es einiges an Deutschland ändern. Vielleicht nicht unbedingt zum Besseren, aber schlechter als es jetzt ist, kann es auf jeden Fall nicht werden oder was es mal vor 50 Jahren war. Ich finde es immer so traurig, wie unsere derzeitige Gesellschaft so heuchlerisch ist und diese typische Ellenbogengesellschaft ist, so dem Mitmenschen nichts gönnt oder sonst irgendwas. Wenn ich das mal auf das beziehe, was ich tagtäglich mache, aufs Zocken, und wenn da jemand hier bei Rileys Winterblessing in Dota von mir aus einen Arcaner sieht, dann sage ich halt nicht, boah, du Hurensohn, Walla, sick the land of my coin, hey, das hast du gar nicht verdient, gib mir, ey. So mein Kumpel, oder? Sag ich, hey, cool, nice gezogen. Digga, wenn du es doppelt hast, gerne, ne? Aber, weißt du, wie ich meine? Es ist halt nicht so, dass ich dann sage, hey, ja, du Hurensohn, hast es nicht verdient. Und es ist halt traurigerweise so, dass es gerade auf YouTube zum Beispiel oder generell in unserer Gesellschaft einfach so scheinheilig ist und dann alle sagen, boah, herzlichen Glückwunsch und dann 1 Million Abonnenten, du dummer Hurensohn, euer nichtsbringende Nutte. Oder, oh, geil, dass du einen neuen Job bekommst, du wirst befördert, cool. Du kleiner Bastard, ich hätte den Job lieber bekommen. Das ist unsere Gesellschaft und das ist traurig. Das ist eine Gesellschaft, in der, glaube ich, niemand leben möchte, aber sie auch niemand verbessern kann, weil die Mehrheit einfach nur heuchlerische Hurensöhne sind. Ich hoffe, euch hat das kleine Gameplay hier gefallen und ja, Servus, haut rein. Bis nächste Woche.